RF-Team in der Nähe von Garunta kommen. Ingenieurteam an RF-Team, bitte kommen. Quatsch, Ingenieurteam an Scope 1, also Scharfschützenteam 1. Scope 1 hört. Mörser ist wieder aufgestellt und einsatzbereit. So, verstanden. Westlich eurer Position in der Stadt ist eine Person übrig geblieben von SF1 und wartet auf Befehle. Kommen. So verstanden. Keine Ahnung, soll sich erstmal zu uns zurückziehen. So verstanden, ich gebe weiter. Hauptquartier, Scope 2, Fire Mission, kommen. Hauptquartier, Hauptquartier, Scope 2, kommen. Tase, melde dich, wenn du wieder da bist, ja? So, verstanden, Hagu, wird durchgegeben. Scope 1, Ende. Scope 2 hier, Scope 1, kommen. Scope 2. F-35 ist airborne, vorbereitend auf Lasermarkierung, Artillery Base, kommen. Scope 2, so verstanden. Wie ist das Rufzeichen der F-35? Kommen. Rufzeichen unbekannt. F-35 wird sich mit euch in Kontakt setzen. Kommen. Scope 2, verstanden. Kommen. Scope 1, Ende. Hier ist Scope 1, kommen. Die Lage ist, dass von SF1 noch ein Mann übrig ist, hat sich zurückgezogen und ist beim Engineer-Team angekommen. Kommen. Haku hier, SF1, kommen. Hier, SF1, war noch nicht fertig, kommen. Steffen, wo bist du? Jawohl, hast du. Und zwar, das Ingenieurteam meldet Munitionskisten in Garunta. Wie soll Ingenieurteam damit verfahren? Kommen. So, verstanden, Munitionskisten zerstören. Ich gebe es weiter. Scope 1, Ende. Da bist du. Team, hier ist Scope 1, kommen! Steffen? Hier
Engineering. Position der Munitionskisten Warum auf höre ich Karte mich nicht? markieren und Bereitschaft zur Zerstörung melden. Kommen. Warte mal kurz. Wir haben so ungefähr eine My bad, Position my bad. Okay. Ich bin gerade holy shit schreiend an dir vorbeigelaufen, weil ich gerade von einer AK-Patrouille verfolgt wurde, die sich gerade den Berg hochgeschlichen hat. Okay. Scope 2. Wie viele? Keine Ahnung, ich habe nur Feuer in meinem Rücken gehört, bin zurückgerannt. Ich bin jetzt südwestlich eurer Position. Die wollen theoretisch, dass wir die geheime AT-Basis lesen. Welche der Markierungen ist eures, Engineer-Team? Wir brauchen eigentlich einen neuen Channel. Ghost Rider, hier Scope 2, bitte auf Channel 2 wechseln, kommen. Bleibst du mal auf Channel 1? Ghost Rider hat verstanden, Moment. Ja. Okay, ich brauche freien Funkverkehr hier. Jo. Die waren auf jeden Fall in Richtung Nordost den Berg herunter. Ist die hier Nebel auf oder was? Ich kann aber auch von hier lesen. Du kannst ja mal im Auge behalten, ja? Sagst du mir sofort Bescheid, wenn sich da was bewegt. Ja, also die in der Stadt haben nicht mitbekommen. Okay, cool. Scope 2 Ghost Rider, willkommen. Ach so. Power hochstellen. Muss man ja für jeden Kanal einzeln machen. Ghost Rider, hier ist Scope 2, bitte kommen. Schwätzt der noch auf Kanal 1? Hast du den nochmal gehört? Ghost Rider oder so? Nee. Okay. Soll ich mal durchfunken? Ah, jetzt kommt er, glaube ich, gerade, oder? Ghost Rider, Scope 2, bitte kommen. Ghost Rider hört. Scope 2, Leute, deutlich. Ja, Ghost Rider. Fire Mission, kommen. Ach, ist ja gar keine Artillerie. Wie auch immer. Scope 2, haben aufgeklärt, feindliche Artilleriebasis, ein Panzer, 3 M119 Artilleriekanonen, Antiluftradar und eine MOAB inklusive LKW und Generator. Kommen. Ah. Ghost Rider, hier Scope 2, haben feindliche Artilleriebasis aufgeklärt, feindlicher Panzer, 3x M119 Artilleriekanone oder D30, feindliches Anti-Luftradar und MOAB, kommen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ghost Rider, Ghost Rider, Scope 2, Scope 2, bitte kommen. Ja, jetzt Scope 2, haben feindliche Artilleriebasis aufgeklärt, von uns in Richtung Norden, mindestens 1 Kilometer, 3x D30, eine MOAB, feindliches Anti-Air-Radar und Infanterie, kommen. Hab verstanden. Scope 2, werde feindliches Ziel mit Laser markieren, Anflugrichtung aus Richtung Süd nach Nord, bitte kommen. Verstanden, Markierung per Laser, Anflugrichtung Süd nach Nord. Scope 2 so korrekt, Markierung steht, cleared hot, kommen. Sag ihm, er soll hochfliegen wegen der Moab. Ja. Ghost Rider und hochfliegen wegen der MOAB bei Explosionen, kommen. Ah, wird beschossen, ne? Bist du, kommt gleich aus 200 oder sowas. Hm. Ah, okay, da war sie drin. Ausschaltung negativ. Scope 2 an Ghost Rider, BDA, das war spot on, super Effekt aufs Ziel, Ziel zerstört, kommen. Ja, der war ein sauberer Treffer auf jeden Fall. Ghost Rider hat verstanden. Sehr schön. Scope 2, danke für die Unterstützung, RTB, Ende. Hirnsekatze ist geflogen, ja. Hab schon.
Ihr macht dann heiden Lärm. So, tja, die Patrouille, die mich gerade aufgespießt hat, ist irgendwie nicht hinterhergekommen. Ich weiß nicht genau, wie weit die weg war. Es klang recht nah. Er scheucht erstmal die feindlichen Gegner auf, indem er über die Stadt fliegt. Ja, ja, Flugzeuge sind in der Luft. Da irgendwie nur noch eine oder so. Also wir können natürlich auch... Nee, das können wir nicht machen. Stimmt, da sind ja Zivilisten in der Stadt. Nee, aber wir können die Zwölfergruppe da... Stimmt. Das hast... Da hast du recht. Ghost Rider, hier ist Scope 2. Bitte Luftunterstützung, kommen. Ghost Rider hört. Scope 2, feindliche Infanteriegruppe, Stärke 12 Mann. Ich markiere mit Laser, bitte kommen. Ghost Rider hat verstanden. Anflugrichtung. Das geht noch irgendwo, was alles explodiert. Anflugrichtung aus Südost nach Nordwest. Feindliche Gruppe ungefähr bei Planquadrat 075042. Lasermarkierung steht. Kommen. Da war er wohl wieder zu weit weg. Ghost Rider, Scope 2, bitte kommen. Ja, Ghost Rider hört, ich habe keine Ausschaltung. Scope 2, das Ziel hast du aber an den Koordinaten durchbekommen, ja? Nördlich von uns 800 Meter, Anflugrichtung aus Südost nach Nordwest, kommen. Plane Position 06-3805. Ja, positiv. Scope 2, ja, spot on und theoretisch hast du Bombenabwurffreigabe. Der ist gerade Osten. Naja, ich glaube, er fliegt gerade an. So, mal sehen. Die ging nicht rein. Wo ging die denn hin? Ah, ist viel zu weit. Ja. Die haben sich ja schon bewegt mittlerweile. Feindliches Ziel nicht getroffen, Bombe ging viel zu weit, keine Aufschaltung. Welche Typ Bombe ist dann an Bord kommen? GBU. Er hat GBUs mit. Eine GBU 120B Paveway. Die Paveway ist doch ein Laserbombe, oder? Ja. Scope 2 so verstanden, das ist eine Laserbombe. Kannst du bestätigen, dass du sehr hoch angeflogen bist, genug Zeit für die Ausschaltung hattest, ungefähr Flughöhe 500 Meter mindestens und in Flugrichtung Nordwest kommen? Das ist so korrekt. Verteilen sich langsam zu stark. Ah, ich sehe es. Scope 2, erneuten Anflug probieren, Ausrichtung Südost nach Nordwest. Aufschaltung bestätigen, nur abwerfen, wenn aufgeschaltet. Kommen. Ghost Rider hat verstanden, muss aber zuerst return to base, da die F-35 nur zwei an Bord hat, wenn ich beide abgeworfen habe. Scope 2 so verstanden. Wir warten auf deine Rückkehr. Ende. Er hat nur 2 DBU, muss erstmal ATB machen. Ich bin immer noch nervös wegen der Typen da hinten. Ich bin fast schon neugierig genug, da mal rüber zu laufen. Das nächste Mal nehme ich eine Claim aus Mitte. Auf jeden Fall wird alles hier rum reingemient und dann genau. Gehen wir beide AFK und dann kommen unsere Leute und dann... Oder die anderen kommen so stark, dass wir uns zurückziehen müssen und laufen voll rein. Genau. Ach ja, da war ja was. Naja, lieber von den eigenen Geniestreich getötet als von den Gegnern. Ne? Ja. Rockidigu, rockidigu.
Aber der erste Treffer war echt sauber, mitten aufs Laserziel. Und da meinte er, hätte auch nicht aufgeschaltet gehabt. Naja, gut. Dann hat's zufällig das Chaos zusammengefasst. Ist doch einfach nur Tab drücken, oder? Eigentlich schon, ja. Tab, dann kommt das Quadrat und wenn der Kreis dann da ist, kannst du abwerfen. Na, Aber ich du denke bekommst mal, kein akustisches Signal. er wird sich damit auskennen. Hat das ja wahrscheinlich schon gemacht. Die Leute sind wieder artig in ihre Vorstellung zurückgelaufen. Cool. Er hat mir 2 Minuten versprochen, er ist immer noch nicht da. Kontakt, ja, 50. Da ist noch einer links. Boah, 2 Schüsse abbekommen, nicht umgekippt. Ich hasse das 5,56 mm. Da müssen zwei sein. Jawohl, na wahrscheinlich sogar mehr. Ja, zwei habe ich gesehen, wollte ich die mitbringen. So, ich sehe hier aber gerade keinen. Meine Granaten habe ich extra vorher noch abgelegt, ja. Ich habe keine gefunden in der Kiste. Ich habe M67 gesucht, da war keiner drin. Heißen die jetzt anders? Das nicht. Das nicht 87? Das ist M87? Ich habe alle Zahlen mal durchgeguckt, mir sind keine Granaten aufgefallen. Naja, keine Ahnung. Tja, der hat sich gut in dem Stein versteckt. Vielleicht ist er doch umgekippt vor Schreck oder vor Glücksverlust. Also, du hast geschossen und ich habe ihn noch hinterm Stein laufen sehen. Ich habe ihn ja auch 2-mal getroffen, aber er ist einfach nicht umgekippt. Ja. Ich verlege mal zum Stein weiter rechts. Nee. Willst du mal ein Stück vorgehen? Nicht wirklich. Ach, was Das soll war mir so schon passieren, wa? ein Hipster-Taliban mit Ja. Sonnenbrille. Nimm am besten eine Handfeuerwaffe in die Hand. Oh, ich höre ihn. Er ist entweder ohnmächtig oder liegt da. Aber es waren zwei, sagst du, ja? Also ich glaube mich, ja, zwei gesehen zu haben. Ah, da ist er Hat das ja. gehört? Er war wirklich ohnmächtig. Ja. Ich guck mal, wo tot ist. Hauptquartier auf. Das ist weg. Ja, ich hab's gemerkt. Ist immer noch nicht tot. So. Ghost Rider hier, Quatsch. Dann erschießt Ghost Rider hier, Ghost Rider. Hallo? So, jetzt ist er tot. Ich fuhr mal wieder mit dem Blablabla. Ja. Scope 2, ja, wieder on Station. Kommen. Mein Gott. Wow, hattest du auch gerade Mega-Lag? Ja, hatte ich. Und jetzt gerade wieder. Scope 2, Ja. Ghost Rider kommen. Wahrscheinlich, weil die jetzt alle respawnen. Ja. Scope 2, ich höre dich, kommen. Bin im 10-Gebiet angekommen, wieder. Scope 2, ja, ich habe, ja, ich höre dich auf jeden Fall in der Luft. Laserziel steht auf altbekanntes Ziel, gleiche Koordinaten, diesmal Anflug direkt aus Richtung Ost nach West, Bestätigung der Aufschaltung und dann erst abwerfen kommen. Soldat verstanden, ich melde mich, sobald ich eine Aufschaltung habe. Scope 2, standing by. Ich könnte jetzt mit Fug und Recht zurückfragen, welches Server-FPS? Die sind doch sowieso im Brauchst halt Keller. Menü Mission Generator, das sieht die Server-FPS. Nein, 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 schon klar. Nur weil sie nicht vorhanden sind, meine ich jetzt. Also das meinst du. Sollen wir denn da noch beachten?
Ja, das ist jetzt wegen dem Rejoin, aber das ist ja gut. Ist ja egal, müssen wir jetzt ja nicht über Off-Topic beitreten hier. Doch. Arr. Ich hatte heute übrigens Knoblauchsoße auf meinem Brot. Soll ich das auch noch schreiben? Wildschimpfen. Gaia-Jin. Sind die alle in diesen dämlichen Felsen da? Aber ich höre irgendwie unser Flugzeug auch nicht mehr. Sieht wahrscheinlich einen großen Kreis. Guckst du, der war ab und an mal nach rechts? Nicht Ja, ich das, schaue die ganze Zeit okay. rüber. Die nähern sich nämlich langsam unserer Position. Die 14 da drüben. Wie bitte? Die 14 da drüben. 2 negativ, keine Ausschaltung. Ghost Rider, Scope 2 so verstanden. Transponder-Code ist 1001, wird sich aber nicht verstellt haben bei dir. Tja, dann probier einfach mal den Anflug aus Richtung, Moment. Anflug aus Richtung Nordost nach Südwest entlang dieser Felsverwerfung. Und dann probier nochmal aufzuschalten, kommen. Ja, kann sein, dass es, weil es im Tal drin ist, er da keine Aufschaltung kriegt, weil es zu flach ist, wenn er fliegt. Dann muss er entweder wesentlich, wesentlich höher fliegen oder mal probieren aus der anderen Richtung, wie ich jetzt gerade meinte. Und ich müsste natürlich auch mal den Lasermarker anmachen. Und Moment, ja, ist doch an. Ist es übrigens auf uns zurennen? Nee, 710 ich Meter guck nach rechts. Entfernung, 358 Grad, also sie kommen immer näher. Haben sich schon 100 Meter vorgetastet. Das heißt, ich soll mich bereit machen. Nein, 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 noch keine Gefahr. Ich hoffe, in dem Anflug kriegt er sie jetzt. Ha, der Typ zuckte unten erstmal seine RPG. Sehr süß. Wie Wie tief du war der denn jetzt gerade? durchfliegst. Wow. Jetzt hat's kommen. Ja, das war eine Fall Scope oder so? 2, bitte kommen. Scope 2 hört. Schon wieder keine Ausschaltung. Scope 2, wie ist denn deine Flughöhe? Kommen. Wie Momentane viel Grad sind die Flughöhe jetzt gerade? 400 Meter, 500 Meter. 358 Grad, 700 Meter. Ein Pulk aus 6 Leuten, 5 Ja, Leuten. zwischen 500 und 700 Meter normalerweise. Ich gehe kurz über dem Ziel ein bisschen runter, dass ich das komplette, den kompletten Bereich in Sicht habe, aber sonst um die 500. Scope 2 so verstanden, dann probier's mal mit mindestens 1000 Metern. Letzter Versuch, wenn das nicht aufgeschaltet wird, dann RTB kommen. Siehst du sie? Irgendwie bin Verstanden. 358 Jetzt, Grad, jetzt. minus Ich könnte 15. allerdings auch einen Ja, jetzt sehe ich Sichtanflug sie. machen. Passt. Mit welchen Waffen würdest du denn dann attackieren wollen? Meinst du mich jetzt oder war das Die Funk? GBU kann man auch passiv abschmeißen. Wie weit sind denn die weg? Das ist mir klar. Aber ob du dann triffst, ist die andere Frage. 680 Meter. Wenn ich ungefähr die genaue Position habe, sollte ich schon treffen. Scope 2, ich kann dir die Position der Gegner auf ungefähr 100 Meter genau durchgeben, komm. Erneut keine Aufschaltung. Enemy missile soldier and man 12 o'clock half a click. Scope 2, so verstanden. Angebot steht, Koordinaten auf 100 Meter Genauigkeit können durchgegeben werden, komm. Ich sage, probier mal. Also ich will die Scope eigentlich 2 weg haben, verstanden, bevor die in standing die by. Senke sind, ne? Ja, ich gebe ihm jetzt die Koordinaten durch und dann kann er probieren, ob er sie kriegt oder wenn er sie nicht kriegt, dann Pech gehabt. Scope 2, Koordinaten wie folgt. 0, 4, 1,
073. Ich wiederhole 041073. Anflug aus Richtung Süd nach Nord. Kommen. Verstanden, 041073 Anflug Richtung Süd nach Nord. Laufen viel zu schnell. Ja, ich weiß, aber guck mal, wie schneller wird, ne? So, du kannst natürlich auch dein Feuer öffnen, ne? Ich kann sie dir ansagen, die Entfernung und so weiter. Oh. Was ist das? Wow, 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 wow. Links und rechts. Irgendwo links und rechts von uns, ziemlich nah. Bist du verletzt? Nee. Okay. Ich würde sagen, hier hinter die Steine eins höher. Ja, ja. Bei dir auch, ja? Ja. Deswegen habe ich auch zu ihm gemeint, 100 Meter Genauigkeit, weil wenn er so lange braucht, dann ist ja kein Wunder, dass sie wieder ganz woanders sind. Na gut, ich habe natürlich nicht gesagt, dass die Ziele in Bewegung sind. So, ein Kontakt war in Richtung 280, habe ich glaube ich gehört, die AK, und rechts von uns war die großkalibrige Waffe. Da kommt er. Also ich habe jetzt bloß den links gesehen, zusammen gehört, und ich habe einen Einschlag gesehen. Ja, Einschlag habe ich auch gesehen. Oh, ne. Scope 2, kein Effekt aufs Ziel. Das Ziel ist als Infanteriemobil und hat sich schon weiter in Richtung Südwest weiter verlegt, entlang der Schlucht kommen. Verstanden. Scope 2, Entfernung zum Treffpunkt und Ziel waren ungefähr 50 Meter bis 100 Meter daneben. Bitte nochmal. Die sind jetzt schon in der Schlucht. Schon verstanden, also ein weiterer Abflug wäre zu gefährlich, dann mache ich ein Return to Base. Gib nochmal die Entfernung zu den unten. Bestätige ATB. Moment, Entfernung zu den unten. Wow, kam wieder der Schuss, warte. Zu welchen Leuten? Achso, den da unten? Unten. 341 Grad, 500 Meter. 500 Meter. Ich öffne auch das Feuer. Ja, gute Entfernung. Da hab ich ja meinen als ersten tot. Oh, Reloading. Oh. Oh, ich wurde getroffen. Jawohl. Schweres MG, sehr weit weg, eröffnet auch das Feuer. Wir sind hier für den Dachs. Enemy fire! Oh, scheiße. Ich habe vergessen, dass ich ja vorher noch auf 600 Meter gestellt hatte und ja, dann wollten musste, obwohl eigentlich einer der ersten Treffer gesessen hat und der einfach noch weiter gerupft ist. Oh, oh, Danger Close! He's down! Hab ihn! Mein Gott! Schlägt sich hier einfach so hoch. So ein Typ im weißen Pullover oder Overall, wie auch immer es nennen will. Vielleicht war das der zweite von eben. Oh Gott. Weißt du, wo das ist ungefähr? Ja, ich kann es dir sogar ganz genau sagen. Genau Richtung Nord auf der Bergkamm gegenüberliegend. Entfernung gebe ich dir gleich durch. Okay. Das feindliche MG, 300, ja, genau 360 Grad, 800 Meter auf der Kuppe. Zwei Mann, einer liegt und einer hockt. Was, 360 Grad? Ja, 0 Grad, 790 Meter auf der Kuppe. Gegenüberliegend. Wir haben gerade keinen Seitenwind, 0 Meter die Sekunde. Da wo die zwei liegen, meinst du rechts von dem Felsen? Ja, ja. Naja, genau. Da ist rechts noch einer und rechts drunter ist auch noch einer. Ja genau, das sind drei Leute. Einer bei der Baumgruppe, ein nächster von einer und einer unten in der Mitte, der so hockt.
Was hattest du gesagt, Entfernung? 790, 800. 800. Wow, wow, wow. News for us. Here's why. Look out! Wow.